Ja, hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft Enderman. Wo bist du? Minecraft GT New Horizons. Ich behaupte nämlich mal. Ich habe einen Enderman gehört. Aber, keine Ahnung wo er ist. Wie ihr seht, habe ich die Infos auch nochmal angeschaltet. Ich habe rausgefunden, wie ich es deaktiviert habe. Und unsere Aufgabe jetzt ist, Schafe und Schweine zu töten. Das sollten wir hinkriegen, denke ich mal. Was willst du da? Noch 3 Schafe muss ich, glaube ich, töten und noch ein paar Schweinchen. Das Gute ist, dass die auf der Map wenigstens angezeigt werden. Da sind noch Schafe und es ist auch irgendein Skelett. Okay. Bestimmt irgendeine Höhle unter mir. So, Fluffy and Red haben wir abgeschlossen. Das war das Quest zum Schafe töten. Und jetzt müssen wir Schweine suchen. Gucken wir gerade auf der Map. Da sind Schweine. Richtung passt also eigentlich. Boing, boing, boing. Schwein. Komm her. Oh, leck. Mein Schwert ist kaputt. Gut, dass ich mir ein neues gemacht habe. Da sind noch Schweine. Und da ist noch ein Schweinchen. Das sind überall nur Schafe. Keine Schweinchen. Keine Schweinchen. Schade. Könnte natürlich das Quest auf morgen verschieben, denn da werden sicher wieder neue Schweinchen spawnen. Aber vielleicht finde ich ja noch irgendwo welche. Ups, ups, ups. Was haben wir da? Ein Pilzwald? Moment, da sind noch Schweine. Doch sind sie doch und sagen nix. Ah, so eine Map ist manchmal echt schon Gold wert. Ich glaube, die hier hätte ich sonst nicht gesehen. Was, das war's schon? Gibt's doch gar nicht. Haben wir hier für ein Loch? Kuckuck. Oh, noch ein Loch. Das für ein Baum? Ist auch ein Oak. Okay, der ist aber ganz schön riesig. Na, wir gehen jetzt erstmal nochmal Richtung Heimat. Ich würde mal gerne so ein Ding hier benutzen. Kann man das? Ja, gut ging. Kühe macht's nicht so die Welt an Schaden. Ich glaube, da macht mein Schwert mehr. Na gut, ich kann halt blocken, ne? Das ist schon ganz cool. Hier war doch eben noch irgendwo so ein. Da, das wollte ich mir nochmal angucken, was das ist. Oh, schon wieder hungrig, ey. Gut, dass die Sachen direkt gegrillt werden, wenn man mit dem Flintschwert einen tötet.
Und das war's. Er isst nichts mehr. Das ist echt mal mies. Wo bin ich da eigentlich in der... Ah, jetzt bin ich in der Tagesansicht. Okay. Plumps. Das ist wirklich sowas wie eine... Wie eine Burg. Cool. Mit Ausguck. Hey, die ist voll cool. Das habe ich noch nie in so einem Villager-Dorf gesehen. Oh. Ho, ho, ho. Ach, krass, da geht's noch höher. Ups. Da. Da kann man Burgfräuleins einsperren. Muss echt ganz gucken. Oh, wo geht's? Ach, da geht's raus, okay. Ah, jetzt ist schon wieder Nacht, ey. Eigentlich könnte ich mal hier dieses ganze Dorf ausleuchten. Wobei es ist sowieso die Frage, ob ich hier bleibe. Oh, ich schreibe mich da nicht so. Ob ich hier bleibe oder nicht. Ich weiß schon wieder nicht, wo mein Haus ist. Scheißdreck. Es war irgendwo da am südlichen Rand, glaube ich. Die nehmen wir aber mit. Gute Nacht. Mach doch die Tür zu, sonst kommen die Monster und töten euch. Fuck. Wo ist jetzt meine Hütte? Nö, ist voll dunkel. Ne, da ist nix. Da ist auch nix. War die so weit hier rüber? Ah, leck! Kuh, sag mir, wo ich zu Hause bin. Okay, hier. Saumonomicon. Witchcraft. Okay. Ich glaube, ich muss weiter hier rüber. Noch weiter hier rüber. Das ist doch. Gott sei Dank. So, erstmal wieder den Lavendel loswerden. Jetzt habe ich zurückkommen, habe ich Lavendel. Quest. It begins. Zack, das haben wir gemacht. Als Belohnung gibt's. Geil. Schweinefleisch. Als Belohnung gibt's. Yay, ein Lootbag. Claim. Oh, wir können uns ein Bett machen. Oder wir sollen uns ein Bett machen, sagen wir es lieber so. Gucken erst noch gerade hier in den Lootbag. Ein Letus Wrap. Weg damit. Was brauchen wir denn für ein Bett? Bett. Für ein Bett brauchen wir den Hammer, zwei Fences, dafür haben wir die gekommen, drei Planks und oben drüber drei Teppiche. Also holen wir uns erstmal die Wolle
machen uns da draus Teppiche. Eins. Hallo? Ah, muss da sein. Natürlich, muss unbedingt da sein, ganz klar. Verdammt. Muss erst noch. Dafür könnte ich auch das hier nehmen, normalerweise. So, drei davon. Drei davon. Eins, zwei. Und da kommt der Hammer hin. Bam. So, jetzt habe ich hier natürlich keinen Platz, um das Teil hinzustellen. Ach, ich bekomme das alles. Cool. 10 Coins. Läuft. What is that? Gute Frage. Die Coins kommen weg. Die Tür brauchen wir im Moment auch nicht. Und dann machen wir mal den Lootbag auf. Zack. Und noch ein paar Bottles of Enchanting. Wie haben wir jetzt schon? 21 Stück, kann das sein? Ja, 21 Stück. Wir brauchen hier mal Platz. Moment, könnte ich mir vielleicht... Oh, der erste fängt an zu, die ersten zwei fangen an zu wachsen. Sehr schön. Ich glaube, ich baue mir hier am nächsten Tag mal eine Etage oben drauf. Und außerdem mache ich hier das Loch mal zu. Zack. Mal das lassen. Ist hier eigentlich ein Ausguck? Ich könnte eigentlich die zwei Häuser hier einfach miteinander verbinden. So, so, so. Die scheiß Treppen da kommen mal weg. Du kommst eh nicht hier hoch, oder? Hoffentlich. So. Das wird dann vergrößert nach hier. Ah, stopp, ich habe ja auch noch eine Schaufel. Muss ja auch mal für irgendwas genutzt werden. So. Die Erde kommt weg. Da kommt dann auch Stein hin. Ziehe ich hier das Ganze in Ticken raus. Was war das für ein Geräusch? Ach, Enderman. Hat sich gerade irgendwie anders angehört. So, 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 so. Und das Einzige, was halt jetzt drauf geht, ist natürlich das Glas. Aber das macht nichts. Seltener Enderman. Oh, fick dich doch. Warum? Warum? Alles geht kaputt. Na, außer das, was kaputt gehen soll. So, das kann ich natürlich nicht fahren.
So. Beziehungsweise unten. Das bleibt. Dann wird der Furnace natürlich auch eins nach hinten gesetzt. Und ich würde auch sagen in die Ecke. Ups. Zack. Und der Crafting Table kommt dahin. Das sieht doch schon mal ein bisschen aufgeräumter aus. Könnte ich dazwischen später noch eine Kiste machen? Scheiß Enderman, ey. Stehen jetzt echt irgendwie hier. Okay, jetzt ist er da hinten. Ich sag mal hallo. Wo ist er hin? Weit weg. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Es gibt Schlimmeres. Dann gehe ich Holz hacken. Ich hoffe mal, der kommt nicht gleich hier zurück und attackiert. Attackieren! So, Bäume pflanzen. Vor allem, wenn ich jetzt anfangen will, ein bisschen was hier zu bauen, dann habe ich keinen Bock, immer ellenweit zu laufen. Also pflanzen wir hier. Noch ein Oak Sapling. Hier hinten eigentlich auch mal noch erweitern. Ja, dieser ganze Erdhaufen hier muss weg. Erweitere ich den Garten noch und kann dann auch endlich mal meinen Kirsch- und Apfelbaum pflanzen. Abgeschnitten aussieht. Hallo? Gesagt, dann mache ich hier nämlich einen größeren Garten hin. Eventuell, obwohl, was heißt eventuell, ich glaube, das mache ich auf jeden Fall, werde ich dann mit dem Garten an die Burg, die wir in der letzten Folge mal kurz begangen haben, andocken. Der Eingang ist jetzt natürlich auf der vorderen Seite. Hier quasi. Aber das könnte ich eigentlich einfach umbauen. Oder schon mal einen zweiten Eingang. Keine Ahnung, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie ich das mache. Aber da kommt irgendwas. Doing. Sehr gut. Bäume sind noch keine neuen gewachsen. Werde ich mir mal hier ein paar Oak Planks craften. Das ist echt Schweinerei, dass da nur die Hälfte rauskommt, ey. So. Da kommt was hin. Da kommt ja dann aber auch kein Stein hin. Das sieht ja jetzt komisch aus. Ups. Zack. Zack.
Hier dann natürlich auch nicht. Da oben kommen dann Treppen drauf. Hier nicht. Hier kommt Holz hin. Stein. Aber dann kommt das hier. Hey, den hätte ich bleiben lassen können, den aber nicht und den auch nicht. So. Okay, da kommt noch Holz rein. Und da. Und da und da. Rest wird. Ne, da auch noch. Da auch noch. Da oben drüber kommen die Treppen. Da und da mache ich Holz rein. Könnte ich auch Stein reinmachen, aber möchte ich jetzt nicht. So, und zack. Und zack und zack. So. Okay. Oh, und sehe schon, wir haben schon wieder die 20 Minuten voll. Ah, bei Minecraft-Spielen vergeht die Zeit einfach wie im Flug. Ich habe doch noch eine Tür. Die setze ich da aber nochmal schnell rein. Wo ist sie da? Zack. Da kommt dann die Tür rein. Und dann mache ich mir einfach hier einen kleinen Notfallschlafplatz. Mal kurz reinsetzen. Ah ne, es geht nur. Es ist dunkel. Okay. Gut, in diesem Sinne sage ich da mal, das ist hier ein bisschen gefährlich für Spinnen. So, vorerst, bis ich Glas habe. Danke fürs Zuschauen und ja, schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss.